So, heute will ich mal hier ein bisschen einen Film machen von dem Eigenbau oder Selbstbau eines PCs. Hier habe ich das Mainboard Prime B350 Plus von Asus. Und hier will ich nachher den Prozessor, diesen AMD Ryzen 7 verbauen. Das ist die Blende dazu. Die brauchen wir später. Ryzen 7, ein Prozessor, Ryzen 7 1700, 8 Core, 16 Threads. Und den will ich hier gleich verbauen. Ja, jetzt muss ich nur noch das Mainboard hier rauskriegen. Ja, da hätten wir schon mal das Mainboard. Gucken, ob noch was da ist. Jawohl, Handbuch darf nicht fehlen. Muss man vielleicht schon noch mal reinschauen. Ist für mich auch seit langer Zeit mal wieder das erste Mal, dass ich ein PC selber zusammenbaue aus den einzelnen Bausteinen. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir das alles so hinbekommen. Ne? Hier sind die SATA-Kabel und noch ein paar Schrauben. Ja, das war's erstmal. Den Rest brauche ich nicht. Den Karton tue ich erstmal wieder an die Seite. So, wollen wir gucken. Das Board hier jetzt mal auspacken. Aus dieser Folie. Einer antistatischen Folie. Ist gar nicht so einfach. Weil dieses Board mit den Anschlüssen noch scharfe Ecken und Kanten hat, bleibt überall hängen. Aber das kriegen wir schon noch hin. Jawohl. Da haben wir das Board. So, hier also das Mainboard Asus Prime B350 Plus, wo ich diesen mit dem AM4 Sockel, AMD Ryzen 7 1700 Prozessor verbauen will. Und das werde ich jetzt mal im Angriff nehmen. Und mal schauen. Hier ist der Prozessor. AMD Ryzen 7 1700. Ein Quad-Core-Prozessor mit 8 Cores und 16 Threads. Mit einer Clock-Frequenz von 3 GHz pro Kern. Mit diesem dazugehörigen Kühler, Race-Kühler. So, hier packe ich jetzt mal den Prozessor aus. Eben schauen, wie rum der Prozessor da eingelegt werden muss. Dabei braucht man nicht allzu viel Gewalt. Man muss ihn einfach nur auflegen und dann muss er so reinfallen. Wenn alle Beinchen in derselben und rechten Position sitzen. So wie in diesem Fall ist er so schön reingefallen. Kein Druck, Hebel nach unten und dann spannt man ihn so rein und dann ist er schon installiert. Ja, den Kühler werde ich dann später aufsetzen, aber erst muss ich ja noch, um den Kühler montieren zu können, etwas wegschrauben. Da sind noch für einen etwas größeren Kühlblock noch diese Haltebügel auf dem Board. Die müssen jetzt aber weg, die brauche ich nicht, weil ich genau diese Schraubenvorrichtungen brauche für den Kühler. Ja, und hier ist jetzt der Kühler, den packe ich mal aus. Jo, bin ja eigentlich immer recht vorsichtig. Der ist also auch schon vorbereitet mit dieser Wärmeleitpaste. Ich brauchte also keine Wärmeleitpaste gebrauchen und kann ihn also so auf den Prozessor montieren. Ja, hier ist zu sehen, er hat einen schönen Kupferkern, schön großer Kühlefläche, ein Aluminiumkühlblock und dementsprechend einen Lüfter oben drauf. Und wie hier zu sehen ist, die Wärmeleitpaste auf den Kupferkern, um eine gute Wärmeleitung zu gewähren, somit den Prozessor gut zu kühlen. Nachdem ich hier alles so ein bisschen sortiert habe,
beginne ich dann gleich mit der Montage des Kühlers. Ja, Ordnung muss immer sein. So. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich erstmal diese Bügel, die ich hier nicht brauche, um den Kühler zu montieren, muss ich diese Bügel abschrauben. Das heißt, von dem Board entfernen. Und das mache ich jetzt. Diese Bügel waren auf diesem Board ziemlich feste angeschraubt. Ich musste dann doch schon einigen Druck ausüben, um die Schrauben zu lösen. Ich hoffe nur nicht, dass der Druck zu groß war. Das wird sich nachher dann ja wohl rausstellen. Jo, das sind dann also 4 Schrauben, die ich hier rausdrehen muss. Das ist dann jetzt der erste Bügel. Ja, das ist ein bisschen Schraubarbeit. Aber das sind nun mal die Kleinigkeiten, die man so machen muss. Und dann immer schön an die Seite, damit, wenn man sie braucht, sie auch weiß, wo sie sind. Jetzt der zweite Bügel. Also alle 4 Schrauben waren ziemlich fest angezogen und das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise brauchen die da gar nicht so fest zu sitzen. Weil diese Bügel werden da nämlich von der anderen Seite an dem Motherboard von einer Blechplatte unterstützt, wo drauf dann diese Schraubgewinde sitzen, wo ich nachher den Kühlblock anschraube. Man kann ja auch sehen, wie viel Druck ich ausüben muss, um die Schrauben zu lösen. War nicht so ganz einfach, aber es hat letztendlich funktioniert. Das war jetzt also schon der zweite. Jawohl. So, dann können wir jetzt, jawohl, da sind die 4 Schrauben, jetzt können wir natürlich dann den Kühlblock aufschrauben. Eben gucken, in welcher Richtung das muss. Ich habe also am Anfang beim ersten Aufsitzen den Prozessor eigentlich in die falsche, beziehungsweise den Lüfter in die falsche Richtung aufgesetzt. Er gehörte eigentlich mit dem Logo in die Richtung der Anschlüsse vom Mainboard. Hab das auch hinterher gesehen und habe es dann vor dem Festschrauben noch geändert und habe ihn dann montiert. Es ist zwar ein bisschen Wärmeleitpaste an dem Prozessor hängen geblieben, aber das macht nichts, weil ja sowieso der Prozessor und der Kühler wieder zusammenkommt. Ja, also die Schrauben sind exakt auf die 4 Schrauben, die von dem Blech ausgehen, die an der anderen Seite sitzen. Und wenn man sie dann festschraubt, arretiert man natürlich auch automatisch dann wieder das Halteblech auf der anderen Seite. Und somit gibt es auch wieder eine gewisse Stabilität für das gesamte Mainboard. Festgeschraubt wird der Kühler über Kreuz. Das macht man so. Ich habe mir selber eigentlich sehr viele Videos vorher angeschaut, wie die das machen, weil das ist auch für mich hier seit langem wieder mal das erste Mal eigentlich in der moderneren Rechnerbau, dass ich hier wieder mal einen PC zusammenbaue aus bestehenden Einzelteilen, sprich Mainboard oder ja, Festplatten, Speicher, Prozessormontage, Kühler und so weiter in einem Gehäuse. So, hier ist jetzt der Kühlblock, auch die dementsprechenden Schrauben, und jetzt versuche ich hier über Kreuz dann die Schrauben anzuziehen. Ja, man darf sie nicht zu stramm spannen, da sind solche Spannfedern drin und da merkt man dann, die hören dann irgendwann auf, die stoppen dann, und dann sollte man nicht über den Punkt hinausdrehen, sonst ist die Spannung zu groß und das Mainboard könnte sich dann krumm ziehen und eventuell die Leiterbahnen könnten dadurch den Druck beschädigt werden. Ne? Man sollte also mit ein bisschen Vorsicht und Gefühl daran gehen, nicht allzu fest. Ja.
Hier hatte ich schon den ersten Fehler gemacht. Da hatte ich die eine Schraube zu weit eingeschraubt, sodass ich mit der zweiten Schraube über Kreuz nicht mehr ans Gewinde kam. Deswegen musste ich die Schraube wieder etwas lösen. Und ja, aber es hat natürlich dann auch hinterher geklappt. So, nochmal eben schnell gucken, nochmal die anderen Schrauben anziehen über Kreuz. So, jetzt wieder die gegenüberliegende Schraube. Dann nochmal diese. Und dann müsste es eigentlich, ja, dann nochmal die andere. Und dann dürfte es auch gleich so langsam sein. Man hört ja, man merkt das auch, wenn die Federn dann gespannt sind, wann man aufhören sollte, denn zu stramm ist nicht gut. Nach fest kommt immer locker, habe ich mal gehört. Und das stimmt dann auch. Ja. So, das war die Montage von dem Kühler auf dem Prozessor auf diesem Mainboard von Asus. Einmal gucken, ob die Spannung nicht zu hoch ist. Nein, scheint gut zu sein. Jawohl. Sieht jedenfalls gut aus. Noch einmal kurz kontrollieren. Jawohl, alles gut. Ja, die Schraube hatte noch nicht so richtig gepackt, jetzt ist es aber gut. Letzter Blick, alles gerade. Jawohl. So. Ja, ich bin da so ein bisschen genau, ich kontrolliere noch alles mal. Lieber etwas mehr als zu wenig, weil der Kühler muss ja dann doch auch eine große Aufgabe übernehmen. So, jetzt ist alles gut. Der Kühler ist montiert, Prozessor sitzt. Als nächster Schritt wird dann die Stromversorgung für den Kühler, für den Lüfter, der da auf dem Kühler sitzt, angesteckt. Gibt es extra auf dem Board einen Anschluss für, den ich natürlich erst wieder suchen muss, weil ich nicht genau weiß, wo er ist. Ich habe mal wieder nicht in dem Buch geschaut, macht ja nichts. Auf dem Board ist ja auch alles beschrieben. So, mal gucken, wie ich das Kabel lege hier. Ist gar nicht so einfach. Ah ja, da stecken wir ihn jetzt rein. Und wenn es gut ist, muss es passen. Noch ein letzter Kontrolle. Eine letzte Kontrolle. Und dann stecken wir ihn um. Herum. Da sind immer Markierungen drauf, wie er da reingehört. So, passt. Kann schon nicht mehr weg. So, als nächster Schritt wird sein, dass ich jetzt den Speicher auf diesem Board aufsetze. Oder einsetze, sagt man ja auch. Ich habe hier Speicherriegel von G-Skill. 8 GB Speicherriegel. Also insgesamt kommen auf diesem Board 16 GB Speicher drauf. 2x8. Und ja, die setze ich da jetzt mal eben drauf. Bei dem Einsetzen des Speichers ist auch natürlich wichtig, dass man auf der einen Seite diesen Riegel entriegelt, dass man ihn gut einsetzen kann und dann beim Eindrücken schließt dieser Riegel automatisch und dann weiß man, dass man den Speicher gut eingesteckt hat. Das ist DDR4 RAM, 8 GB von G-Skill. So, noch ein letzter Blick und dann geht's los.
So, der erste Speicherriegel wird jetzt hier eingesteckt. Und wenn man gut eingesteckt hat, dann hört man dieses Einrasten, dieses Klicken. Und jetzt nehme ich mir den zweiten vor. Wie gesagt, der erste 8 Gigabyte Riegel steckt schon. Und jetzt kommt der zweite. Der wird auf die gleiche Art und Weise eingesteckt. Riegel auf, einsetzen und runterdrücken. Und dann rastet es ein und dann ist er drin. Und dann steckt er gut. Jawohl. Nochmal kontrollieren und er sitzt. Ja, der nächste Schritt ist, an diesem Kühler ist nochmal extra ein LED-Ring. Und dafür braucht man natürlich Strom. Und da gibt es dann unter dem AMD-Logo noch einen Steckplatz mit einem kleinen Miniaturstecker. Ist ein bisschen fummelig, aber nicht unmöglich. Und den muss man natürlich da einstecken. Und das ist die HIDA-Beleuchtung. Und die wird auch gesteuert vom Mainboard. Die wird dort angeschlossen und dann kann man das nachher im BIOS eventuell mit den Farben untereinander abstimmen. Ja, das sitzt also jetzt auch, das Kabel. Ist eigentlich nicht so schwer. Einzige negative Punkt ist, man hört kein Einrasten. So, als nächstes packe ich hier jetzt mal die Festplatten aus. Die will ich dann auch als nächstes hier in das Gehäuse schon mal einschrauben. Das ist das Praktische, man schraubt erstmal alle Laufwerke ein. Ich habe hier eine SSD-Festplatte von SanDisk, 480 GB. Und die packe ich jetzt aus. Und die werde ich dann gleich ins Gehäuse schrauben. Ich verbaue in diesem Gehäuse zwei SSD-Platten und eine herkömmliche Platte von Western Digital. 3 Terabyte Speicherplatte und somit habe ich dann also auch genug Speicherkapazität, um später dann doch mal einiges abzulegen. Aber erstmal hier die SSD-Platten auspacken. Ist nicht immer so einfach. Wenn man die alten Platten gewohnt ist und dann so eine SSD-Platte in der Hand hat, hat man das Gefühl, man hat eigentlich gar nichts in der Hand. Die wiegen nichts. Und sind sehr, sehr flach und klein. Erst den Aufkleber jetzt entfernen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Ob wir sie da ins Gehäuse bekommen. Hier ist die nächste. Das ist eine 240 GB Platte. Ich weiß noch nicht genau, welche ich da nutzen werde, wo das System drauf kommt. Ich denke mal, das wird die 240er sein, dass ich dann die 480er als zweit und die Aufschlagplatte als dritte Platte da benutze. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. Eben auspacken. Das ist dasselbe eigentlich. Ja, hier ist sie nun. So, jetzt kommen wir zu einem Schritt. Jetzt wird die erste Platte hier ins Gehäuse eingebaut. Hab schon alles vorbereitet. Mal schauen. Da gibt es extra hinter im Gehäuse da noch, kann man bis zu 4 Platten, glaube ich, einschrauben oder 3, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das waren 3, ja genau, 3 Platten, 3 SSD-Platten kann man da verbauen. Und die genauso viele herkömmliche Platten sind unter dem Gehäuse auch nochmal zu verbauen, wenn man denn das braucht. Das Board unterstützt bis zu 6 SATA-Anschlüsse, Anschlussmöglichkeiten. Also hat man also auch bis zu 6 Laufwerke, die man da anschließen kann. Im Grunde genommen 3 SSDs und 3 herkömmliche oder wie auch immer. Also Möglichkeiten genug. So, hier bin ich jetzt dabei, die SanDisk einzuschrauben. Ist nicht ganz so einfach, wie man sehen kann. Aber letztendlich geht es doch. Ich habe immer mal so ein bisschen Schwierigkeiten mit den kleinen Schrauben. Gerade bei der SSD-Platten, da sind die Schrauben doch extrem klein. Und die gleiten doch ganz gerne immer mal durch die Finger.
nachher klappt es dann doch. Ja, ist richtig spannend, sowas zu machen. Ich habe früher schon mal mit den PCs angefangen zu bauen, wo es noch die AT-Gehäuse gab und diese ganzen PCs, die man noch manuell ausschalten musste. Heute ist ja alles ATX, heute ist es ja alles automatisch. Die Technik ist vorausgegangen, ist alles anders. Und für mich ist dieses hier auch alles wieder neu. Aber nicht desto trotz sehr, sehr spannend. Bin gespannt, ob auch alles nachher richtig ist und ob der PC nachher auch läuft. Das setze ich natürlich voraus. Aber wir sind nur Menschen und wir können auch Fehler machen, ne? So, mal gucken, wo die Löcher sind und dann festgeschraubt. Ja. Ich will den Rechner denn nutzen, wenn er die Kapazität hat, dass ich dann später damit auch gut Filme machen kann. Und auch Musik. So, die erste Platte sitzt. Jetzt kommt die zweite Platte rein. Die etwas kleinere, 240 GB. Und die kommt direkt darunter. Ist ein bisschen tricky, weil da der Gehäuselüfter ist. Ich habe da zwei Frontlüfter und einen Hecklüfter, der direkt auf, in der Nähe des Prozessors sitzt. Auch ganz günstig. Die Luft vom Prozessor wegsaugt. Aber die vorderen Lüfter da hätte ich noch etwas versetzen können, aber ich habe sie so gelassen, weil es stört mich dann eigentlich nicht, weil die Schrauben ja von der Rückseite eingesetzt werden. Und die Platte genau genug Raum hat, um dazwischen zu kommen. Jo. Also wenn ich denn dann den Rechner soweit fertig habe, will ich ihn einsetzen für größere Sachen, also Filmrenderen. Oder Musik bearbeiten, Musik rendern. Und ja, der wird dann doch schon einige Kapazitäten nutzen müssen. Und ich hoffe, das wird da reibungslos laufen. Ich habe jetzt zurzeit noch einen AMD 6 Core. Aber der ist dann doch ein bisschen schwach auf der Brust im Moment. Und dieses hier, das wird wahrscheinlich etwas besser laufen dann. Als Grafikkarte verwende ich nachher hier auf diesem Board eine GTX 1050 von GeForce. Und ja, jetzt baue ich hier die herkömmliche Platte ein. Das ist eine Western Digital 3 Terabyte. Die wird unten im Gehäuse eingebaut. Da ist nochmal ein Schacht, wo man dann bis zu 3 Laufwerke einsetzen könnte. Ich werde hier aber nur das eine einsetzen. 3 Terabyte ist dann doch erstmal genug. Ja, ist schon ein bisschen was Arbeit, aber so, hier ist die Platte, noch in der Originalverpackung, in der antistatischen Verpackung hier, und die muss ich jetzt erstmal aufschneiden. Jo. Ja, wenn der Rechner dann fertig ist, werde ich meinen alten Rechner hier, den AMD 6 Core, ne, der hat im Moment nur 8 GB Speicher, den werde ich ein bisschen aufrüsten. Ich glaube, da ist ein Speicherriegel nicht mehr gut, da sind 2 Vierer drin. So, jetzt erstmal gucken, wo ich die Platte positioniere. Schauen wir mal. Jawohl, da passt es rein. So, hier sitzt die Platte. Ist noch ein bisschen locker, aber ich muss ja auch noch ein paar Schrauben setzen. Und schauen wir mal, was dann da noch so geht. Auf der anderen Seite ist das alles nicht so richtig passend, habe ich dann festgestellt. Ich glaube, da fehlt auch was. Ist wohl bei der Bestellung irgendwas schiefgelaufen, ich weiß nicht. Jedenfalls ist mit dem Gehäuse nicht allzu viel Zubehör oder so mitgekommen. Aber ich habe es dann später doch festbekommen und die Platte ist recht stabil eingebaut. Ja, man musste also durch den Schacht, wo das Netzteil später eingebaut wird, durchgehen, um die Schrauben zu setzen, aber das ging eigentlich mühelos. Überhaupt kein Problem.
Die Verkabelung war eigentlich auch nicht schlecht. Leider habe ich da kein Filmmaterial mehr drüber, weil da war dann doch ein bisschen das Problem der Akkus. Wenn man dann vorher die Akkus nicht richtig voll auflädt, dann will die Kamera nicht so und dann hat man das Problem, dass man da nicht weiterkommt. Aber ich hoffe, es wird auch so deutlich, was ich hier so baue. So, da sieht man dann, dass ich hier durch diesen Schacht von dem Netzteil greife. Die letzte Schraube geht von oben. Das funktioniert. So, noch eben da. Da kann man deutlich sehen, dass ich hier jetzt durch den Schacht schrauben kann. Das ist eigentlich ganz einfach. Ist nicht schwierig, ist es nur sehr dunkel da unten und dann sieht man das nicht immer gut. Ja. Ich habe dann später die Platte noch ein bisschen unterstützt, weil die auf der anderen Seite keine Anwindung hatte. So, jetzt setze ich gleich hier dieses Blech ein, wo nachher vom Mainboard die ganzen Anschlüsse durch müssen. Das Blech hier an der Rückseite. Hätte ruhig schwarz sein können. Warum das nicht schwarz ist, weiß ich nicht, aber naja. Da sitze ich nicht drin, das war dabei. Kann man vielleicht mal irgendwann austauschen. Ich habe ja sowieso vor, noch einiges zu experimentieren dann mit der Konfiguration und mit den Möglichkeiten, die der Rechner dann bietet. Ja, und mal gucken, was die Grafikkarte so mitmacht. Ich habe noch einen anderen, es ist aber ein Intel-Rechner und da sitzt eigentlich eine recht gute Karte drin. Eine Vega oder so, 660 Ti. Und vielleicht kann ich die auch mal austauschen. Läuft die hier mit diesem AMD-Rechner etwas besser als mit dem Intel. Aber das sehe ich dann später. Da gibt es ja Möglichkeiten genug. So, jetzt hier versuche ich schon die Verkabelung zu machen. Ich verkabel schon mal die Laufwerke und bringe hier die SATA-Kabel an. Ich sage immer SATA, aber viele sagen SATA. Naja, jeder weiß, was ich meine. Und hier setze ich jetzt das Mainboard ein. Nachdem ich alle Laufwerke soweit angeschlossen hatte, kommt jetzt das Mainboard rein. Jo, genau aufpassen, einsetzen. Das war gar nicht so einfach, weil diese Schraubbolzen, wo das Mainboard aufgeschraubt wird, saßen irgendwie nicht da, wo sie sitzen sollten. Aber nachher passte es dann doch. Weil diese Klapplaschen, die da an dem Blech sind, hatten sich irgendwie mit den Kontakten verheddert. Und somit konnte ich das Board nicht gut durchschieben. Und das hatte dann zur Folge, dass die Schraubenlöcher nicht passten. Und ich hatte gedacht, das passt nicht, weil schlechte Bohrungen oder so. Aber das lag dann doch nur an diesem Blech. Später habe ich dann die Blechlaschen beigebogen und dann passte das alles. Na, ja, nochmal raus. Und jetzt ist es drin und da sieht man auch, dass die Blechlaschen nicht gut waren. Und die musste ich dann doch nochmal irgendwie beibiegen, damit das ein bisschen besser durchrutscht. Man kann es hier an den Audio und den Klinkenbuchsen sehen, dass sie nicht gut durchschauen. Aber das passte nachher dann schon. So, hier verschraube ich schon. Also fixiere das Mainboard mit dem Gehäuse und das passt dann schon. Ja, also ich bin schon ganz schön gespannt, ob das nachher alles funktioniert. Ich muss ja dann gleich noch das Netzteil einbauen, aber wie gesagt, leider habe ich da kein Filmmaterial drüber, weil dann irgendwann die Akkus von den Kameras leer waren und da habe ich leider keins. Aber ich habe nachher noch zum Schluss, wo der Rechner dann gelaufen ist, nochmal wieder gefilmt. Und das sieht man hier auch, so 5 Minuten
wie schön das aussieht. Ja, hier nochmal so ein bisschen Kabelmanagement, ein bisschen Kabelbinder drum, um die Kabel so ein bisschen aus der Sicht zu nehmen, dass das alles nicht so unordentlich aussieht. Das war ja früher nicht der Fall, da, wenn man das Gehäuse hochgenommen hat, dann hat man sich immer erschrocken. Aber heute ist es ja so, dass man offene Bauweise hat, dass man gerne hat, dass man da reinschauen kann. Und da will man die Verkabelung gerne hinter dem Gehäuse verschwinden lassen. So, also hier sieht man jetzt den fertigen PC. Ich hatte ihn jetzt gestartet und war guter Hoffnung, dass es funktioniert. Und wie man sieht, es funktioniert. Das Einzige, was mir jetzt noch bevorsteht, ist eben ein lauffähiges System aufzuspielen auf der SSD-Platte. Und das ist jetzt hier das Ergebnis. Ja, herrlich. Man schaut da gerne rein. Ich habe die Frontplatte noch weggelassen, dass ich einmal richtig die Innenseite zeigen konnte und zeigen kann. Da sieht man auch die beiden SSD-Platten. Die herkömmliche Platte sieht man nicht, die ist unten drunter eingebaut. Und das Netzteil eben auch. Hier sieht man die Vorwärtslüfter, die zwei, und den Hecklüfter hinter dem Prozessorlüfter. Und darunter die Grafikkarte, eine GTX 1050 von GeForce oder. Ja, glaube schon. Ja, okay. Das war also hier von mir der Rechnerbau, der PC-Zusammenbau, AMD Ryzen 7 1700. Und das Mainboard ist Asus Prime B350 Plus. Und der Speicher ist von G-Skill 8 GB pro Riegel. 16 GB hat dieser Rechner nun. Und die Grafikkarte ist GTX 1050. Ich hoffe, diese Kombination ist recht gut und noch. Warten wir mal ab, wenn ich hier soweit bin, dass ich ein System drauf gespielt habe. Ich bedanke mich hier schon mal fürs Schauen und sage dann, ja, vielleicht gibt es ja noch mal ein anderes Video. Das war mal ein Experiment für mich. Ansonsten mache ich ja ganz andere Videos. Aber naja, wie gesagt, das ist er nun hier, AMD 8 Core. Und das ist das BIOS. Und das funktioniert alles recht gut. Ich bin zufrieden. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.